Also ich habe mir bis jetzt noch kein Layout überlegt. Ich habe sonst immer nur angefangen. Ich habe mir das schon sehr oft vorgenommen. Bau es so schön wie möglich. Du kannst dir das so und so. Und ich lande immer wieder in dieser Kastenbauform. Meine Festung ist immer, bisher wirklich immer, ein unglaublich langweiliger Würfel. Ich weiß nicht, warum bei mir endet die Festung immer so. Hauptsache, der Human Trader Necromancer besucht uns. Ich habe noch nicht mal eine Taverne. Man sieht ja, bei mir werden immer aus kleinen Räumen werden dann irgendwann größere Räume und so weiter und es landet nachher immer in diesen Kästen. Das funktioniert produktionsmäßig, finde ich, läuft das super. Ich kriege nur meist immer diese schönen Sachen nicht unter. Deswegen jetzt zum Beispiel, da sind die ganzen Tempel und Gilden sehen ein bisschen unschön aus. Hier oben sind einfach nur als nachher Lagerräume. Chief Wisen, nee, Chief Chef Wisen Stalker. Kann ich nicht mit. Das ist ein Trader Necromancer. Kann der mir sein Buch verkaufen? Kann ich den bestimmt nicht fragen, ne? Ich muss das irgendwie hinkriegen. Ich möchte gerne wieder eine Necromancer-Festung haben. Ja, ich weiß, dass wir die Bismuthinkohle brauchen, aber die finden wir gerade nicht mehr. Hauptsache, wir finden Gold. Das ist wieder das Tetra, ne? Oder einfach tiefer gehen noch. Immer tiefer. So, auf die Wassertiefe. Ich glaube, wir gehen einfach mal auf Wassertiefe runter. An irgendeiner Stelle graben wir uns jetzt mal auf Wassertiefe runter. Das können wir hier ruhig machen. Hier ist ja schon ein langer Gang. Und dann machen wir einfach mal hier DH. Machen wir mal lang. So. Dann sollen sie uns hier mal ein. Sollen uns auf Wassertiefe einmal runterbringen. Ihr sollt Almandit. Ich finde wieder alles Mögliche, ne? Nur nicht das, was ich haben möchte. Edelsteine und so weiter. Ja, ist ja gut. So, seid ihr schon unten? Ja, DH. Dann gehen wir direkt nochmal weiter. Mal gucken, habt ihr irgendwas gefunden? Ne, Almandit. Was auch immer Almandit ist, ich weiß es nicht, ist mir egal. Grab noch eine Etage tiefer. Aber da haben sie halt wieder Angst, weil denen Stein auf den Kopf fällt, ne? Wenn sie da drunter channeln, dann fällt ihnen doch immer gern Stein auf den Kopf. Sagen, oh nein, die Gegend ist mir zu gefährlich, ich will hier nicht arbeiten. Nachher entfernt man einfach die Rampen und baut eine Brücke drüber. Dann kann man in die andere Richtung nachher wieder abhauen. Eine Zweitfestung bauen. Eine Festung neben der Festung, wenn die erste überrannt wird, hat man noch die zweite. Die kann man dann auch schön bauen. Also ich werde mir das, also Design, wie, ich habe mir das schon öfter mal vorgenommen, dass ich das sozusagen, aber ich habe irgendwie dieses schnell rein, irgendwie fertig, also irgendwie die lebend da reinbringen. Und dann habe ich schon mit einer Bauweise angefangen, die mich einfach in dieses Schema zwingt. Weil wenn du erstmal mit diesen Quadraten angefangen hast,
Du kannst darum kein schönes Layout mehr machen. So, was hast du jetzt hier unten gefunden? Das ist zu hell für Kohle. Galena. Was auch immer das ist. Ich darf nur bei keinem einzigen Mal diese Rampen vergessen und sind die Zwerge da unten eingesperrt. Wir sind jetzt unten angekommen. Okay. Jetzt nehmen wir die Rampen hier nochmal weg. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier unten vielleicht Kohle finden. Sind wir schon mal ein bisschen tiefer. Brauche ich nicht immer direkt da oben unter der Festung graben. Dann müssen die Zwerge jetzt mal ein bisschen weiter laufen, auch nach, um die Steine abzuholen. Ah, das sind auch nur Edelsteine, ne? Ja. Wen interessiert den Edelstein? Galena ist Blei und Silber. So viel sogar? Okay. Gut, aber ich darf jetzt nicht das Galena noch schmelzen. Ich habe das fast immer. Kohle suchen. Das hatte ich in der letzten Staffel. Das habe ich in dieser auch wieder. Diesen notorischen Kohlemangel. Weil ich weiß, dass es in diesem Biom Kohle gibt. Und dass wir aber stattdessen nur über Edelsteine laufen. Wir haben das ja schon hier gefunden. Das heißt, das gibt es hier auch. Es will nur anscheinend keiner haben. Also, es möchte keiner drauf stoßen. Grabe ich jetzt einfach weiter nach oben. Ich kann auch mal ein bisschen zur Seite gehen. Wir gucken uns hier um. Nein, keine Kohle. Oh, nicht ins Wasser. Das wär's. Hier unten alles wieder fluten. Alles schon mal vorgekommen. Dir auch einen schönen Abend. Und auch natürlich auch eine schöne Woche. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Oder am Mittwoch bei X4, wenn du möchtest. Oder halt am Samstag bei uns im Discord, wie du angeboten hast. So, kein... Nein. Wir haben Kohle schon mal gefunden. Ich weiß, es gibt die. Aber... Die Zwerge wollen mir hier gerade nicht den Gefallen tun, dass ich sie auch finden darf. Wenn wir mehr wie drei Miner haben, haben wir noch gar nicht, ne? Ich glaube, wir uns die Spitzhacken fehlen. Egal, grab da erstmal rum. Vielleicht habe ich ja Glück. Ansonsten... Ist mir jetzt egal. Jetzt mache ich wieder Charcoal. Wie viel Holz haben wir wohl? 100? Der Stockpile hat... Steht nicht bei, ne? Warum nicht? Schade. Was sind das denn so? 2, 4, 6, 8, 9 mal 9. 9 mal 9. 81. Den muss ich, könnte ich 9 einsetzen, das könnte nur 72 sein, weil da das Dings noch beisteht. Zweimal, ist beides voll. 144. Okay, 144 Holz haben wir, das heißt, sie können ruhig 100 Charcoal herstellen. Ist alles gut. Außerdem muss das eh weggearbeitet werden, weil sonst passiert ja nichts.
So, Mechanik, Metalsmith, Wood Furnace, Smelter, wir haben zwei Schmelzen. Was wir noch brauchen, ist eigentlich ein zweiter Wood Furnace, ne? BE. Wood Furnace, machen wir einfach noch einen. Dann haben wir zwei. Und theoretisch haben wir noch das Problem. Ne, die haben Waffen und Rüstung sind alle schon hergestellt. Coole Sache das. Hätte ich jetzt ja nicht mitgerechnet, dass die Rüstungen schon alle da sind. Muss ich mir gleich die Armee mal angucken, ob die auch alle ihre Rüstungen schon haben. Aber erstmal Cage Traps zu Ende bauen. Wahrscheinlich immer noch zu wenig Mechanismen, ne? Vor allem scheinen wir zu wenig Käfige zu haben. Und niemand, der sich berufen fühlt, die Mechanismen auch zu setzen, ne? Wenn ich mir das hier so angucke. Vier Fallen wurden erst gesetzt. Wenn wir irgendwann wieder von unseren 80 Untoten angegriffen werden, stehen wir da wieder. Und keiner weiß, was zu tun ist. Wahrscheinlich haben wir einfach zu wenig Mechaniker. Muss das ein Mechaniker aufstellen? Kann das nicht jeder? Ist egal. Die machen das schon. Ich hätte eigentlich gehofft, dass das jeder machen kann, weil dann hätten wir nicht schon wieder 30 Eidler. Die könnte auch einfach da unten die ganzen Steine hochschleppen. Oder sind die, nein, die Stockpiles sind nicht voll. Ihr seid so faul, ne? Wir machen einfach mal bei W, hier machen wir nochmal wieder 5, machen UMQ, bauen noch ein paar Wheelbarrows, bauen nochmal 10 Stück und dann bauen wir noch einmal, was machen wir sonst noch? Wir brauchen auch Cage. Will ich die aus Holz bauen? Ja, warum nicht, ne? Oder habe ich jetzt Cages? Ne, Cages hatte ich noch nicht, ne? Sind nirgendwo eingelagert. Da oben sind auch nur 4 Stück. Die setzt auch keiner. Hat keiner Lust drauf. Okay. Ich will die nicht aus Holz machen. Aber ich habe auch kein Metall für die anderen, ne? Ich kann die nicht alle aus Metall machen. Ne, alle in Silber. Oder. Wobei. Die Kupferbewaffnung ist doch durch, ne? Militär, einmal bitte gucken. Equipment. Du trägst... Ach, guck mal, die Schilds fehlen alle noch. Ach ja, und ihr seid als Bewaffnung. Die Bewaffnung ist falsch. Ihr habt jetzt Mace eingetragen, ne? Moment. Wie war das nochmal? N ist Uniform. Wir müssen unsere Standarduniform nehmen. Und da muss jetzt der Mace nämlich raus. Als Weapon. Hier wird jetzt entschieden. Ihr nehmt jetzt den Kriegshammer. Achso. Genau, nehmt 4 Kriegshammer mit. Da habe ich wohl irgendwas zu viel genommen. Delete. Genau, da. Die Kriegshammer wieder raus. Der Mace sollte raus. Und jetzt habt ihr Kriegshammer. Die Shields fehlen noch. Ist Warhammer one-handed, dass die noch ein Schild tragen könnten, wenn sie wollen? Muss man mal geguckt haben. Die sind... Das war nicht richtig überlegt. Achso, nicht M. Ah, M, E. So. Jetzt haben die alle Mace ausgewählt. Ihr sollt aber gar nicht Mace ausgewählt haben. Ich habe das doch geändert. Ja, habe ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht, ne? N, Standard, Warhammer. Okay. Das heißt Equipment. Muss ich da sozusagen rausnehmen?
Ach so, jetzt kann ich hier das ist bei jedem noch mal einzeln rausnehmen, weil ja, weil ich es geändert habe, ne? Ist das wirklich so? Das ist ja ungünstig. Das ist ja wirklich. Also ich bin ja flexibel, was hier Micromanagement und so weiter angeht, aber ich dachte jetzt wirklich, das wird dann übernommen. Wenn ich sage, ändere die Standardrüstung. Hätte ich jetzt gedacht, dass alle die Standardrüstung ausgewählt haben. Das auch ändern. Wobei ich glaube, die übernehmen nur das, das Layout für den jeweiligen Zwerg und legen nicht das Layout grundsätzlich drüber. Also wenn man das Layout ändert, dass sich auch sozusagen die Ausrüstung des Zwerges ändert. Sondern dass sich halt nur dann, wie nennt man das, die Vorlage ändert. So. Aber ist ja nicht schlimm. Das kriegt man auch noch hin. Problematischer wäre es, wenn wir jetzt schon mehr als zwei Squads hätten. Wenn ich das bei, keine Ahnung, bei über 100 Militärzwergen einstellen müsste, wäre es ein bisschen umständlich. Bei 20 geht das noch. Vor allem können wir da mal gucken. Die scheinen das wirklich alle schon zu tragen, ne? Halt abgesehen von den Hammer. Das ist total cool. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass die Socken und sowas an die Hand kriegen, ne? Es gibt bestimmt auch wieder irgendeinen Tastenkürzel, wo man jetzt sagen könnte, okay, übernimm das für alle. Copy-Paste haben wir beim Schedul ja auch. Warum nicht hier? Ich hätte auch erst mal gucken können, ne? Ist egal. Jetzt sind die erstmal alle auf Kriegshammer. Und unser Essen-Stockpile ist voll, weil die keinen Bock haben, das in ihre Pötte oder Bins zu packen. Naja, Kohleproblem, ich weiß. Ist alles gut. Wir haben nur Probleme. Wir haben überall Mangel. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich wieder Splatterit. Das ist doch alles keine Kohle, Leute. So. Und wenn ich wieder die ganze Karte umgrabe und ich am anderen Ende der Karte erst wieder Kohle finde. Ich hatte das schon mal. Ich bin da schmerzfrei. Ihr geht jetzt auf Kohlesuche.